So, meine lieben Leute, Episode 4 mit Johobrook. Und ja, ich mach da gar nicht erst lange rum. Ich gehe diesmal gleich Start, ohne viel rumzuquatschen. Ich meine, ich mach das ja mal gern. Ein bisschen erzählen, was so abgeht. Letzte Episode war ja mit Frankie. Und die haben wir eigentlich relativ gut geschafft. Hä, was war das? Ah, jetzt ist Ace aufgetaucht. Er stand nur direkt vor mir. Dann legen wir mal los. Und ich hoffe, dass ich mit Brook da was reißen kann. Ich werde definitiv wieder diese Kizuna-Fertigkeit. Okay, ich habe sie drin. Gucken wir mal, vielleicht hat Brook noch eine extra Fertigkeit außer Seelenmesser. Nee, okay. Gut, dann lasse ich das so stehen. So, wow, wir haben Monet als Partner. Werde ich doch gleich mal machen. Oje, oje, oje. Dann ist wohl Kizuna angesagt. Wow, okay. Doch, Brook kann was reißen. Ich weiß noch nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Okay, das ist die Doppel-Y und dann einmal diese Taste, X-Taste, ja genau. Weil ich zocke ja mit Xbox 360 Controller, nicht dass ihr hier verwirrt werdet. Au, ich glaube das hat, ja das hat mir getan. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Jo. Habt ihr gewusst, dass die japanische Stimme von Mr. Tool genau dieselbe ist wie die japanische Stimme von Frankie Super Radical Beam? Falls ihr es nicht gewusst habt, jetzt wisst ihr es. Au. Hadakiri. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. So, dann gehe ich mal zu dem Gift-Gift-Typ. Den Typ bin ich noch nie im schweren Modus begegnet. Im leichten Modus habe ich ihn bis jetzt meistens immer ausgeschaltet, bevor er irgendwelche großen Giftattacken machen konnte. Aber ich habe den auch mal gespielt und der ist echt böse. Oh Gott. Sehe schon. Spezialfertigkeit bringt nicht so viel. Die müsste ich dann ein bisschen öfters ausführen. Jo! Ja, mit Brook zu zocken macht schon Laune. Ja. Also zwei von den Riesentypen und Magellan. Au, 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 au. Oh, oh Gott, ich hab's gesagt. Oh Gott, oh Gott. Er spuckt nochmal Gift. Ich mach dann mal lieber hier die Wiege. Okay, was ich diesmal vergessen habe, ich habe das Lebensregenerationsding nicht drin. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich hoffe, ich finde noch rechtzeitig Fleisch. Für Brook wäre es ja ganz lustig, wenn das Fleisch nicht wäre. Für die Knochen und so. Jo. Au. Ein Level Up wäre auch nicht schlecht. Okay, sowas von...
Die Truhen sind ja hier relativ ausgestorben, muss ich sagen. In Pyro Warriors 3. Die waren ja eher so das Ding von Pyro Warriors 2, in dem man auch die Münzen gefunden hat. Was ich manchmal ein bisschen scheiße fand, weil du die Truhen sehr leicht übersiehst. Na, wirklich aufpassen musst. Okay, ich gehe mal hier zu Ace. Oh Gott, mit so wenig Leben. Ich habe schon ein bisschen Schiss, dass ich das jetzt gleich nicht überleben werde. Ah, die haben einfach mal alle überlebt. Ich muss echt diese Dreierfertigkeit reinpacken. Sonst überlebe ich die Scheiße nicht. Oh Gott, Ace ist auch noch alleine. Geh da mal lieber hier erstmal die kleinen Fischchen töten. Vielleicht lassen die mal was fallen. Könnte allerdings auch mal Mundraub reinmachen. Mundraub ist eine Fertigkeit, da lassen die Feinde mehr Sachen fallen. Okay, das hat Ace ein bisschen nach hinten geschleudert. Ja, ein Levelaufstieg. Das ist das, was ich gebraucht habe. Nehmen wir an, das war's. Zumindest vorerst. Bisschen sehr verwandt mit Aokichi, Susanoo Aokichi, diese Fertigkeiten von Monet. Oh Gott, Whitebeard. Oh, aber er ist schön gefroren. Hoffe mal, ich hopp jetzt nicht an ihm vorbei. Nein, geil. Okay, einschlafen tut er wahrscheinlich im Schneezustand auch nicht. Au, au, au. Hat er gefressen? Nein. Ich kriege immer so viel Geld und ich kann es nicht ausgeben. Ich habe bis jetzt alle Leute schon auf Level 50 hochgelevelt mit dem Geld. Und damit weiß ich wirklich alle. Jetzt ist da auch noch Fujitora! Willst du mich verarschen? Kommt der denn her? Genau, tanz erstmal. Es reicht langsam. Kann hier keinen Angriff machen, weil ich ständig seine Aufladescheiße unterbrechen muss. Oh, ich glaube, habe ich Whitebeard schon? Nein, Whitebeard lebt noch. Ich meine, aber ich habe mehr ein bisschen mehr Angst vor den, falls der mal hier Meteoriten runterholt. Und zwar Admiral Fujitora. Thank you.
Alter, da holt einen nach dem anderen, holt er seine scheiß Auflade. Au, 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 au. Wo ist er denn jetzt hin? Ich check manchmal echt nicht durch, was hier abgeht. Wow. Au. Oh, Enel. Wo ist Enel? Ich sehe Enel nicht. Da war er doch. Was? Wie Fluchtversuch? Willst du mich jetzt verarschen? Jawohl. So muss es gemacht werden. Boah. Ganz schön lang mit Whitebeard zu kämpfen hier. Ich sehe ihn wieder nicht. Da ist er jetzt wieder. Warum ist er jetzt wieder da? Ich mach den jetzt mal endgültig platt hier. Amarugiri! Oh, Essen. Das tut gut. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Manchmal ist ja echt so viel los, das sieht man gar nichts. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja. Druck ist auch ganz schön schnell. Mit Kisuna. Ah. Langs mir mit dir. Na, endlich. Gut, dass Enel so ein guter Charakter ist. Macht dir schon ganz schön viel Blatt. Ja, jetzt ist auch noch Akainu aufgetaucht. Fehlt noch Pizarro. Dann sind sie alle wieder komplett. Garb und Corby. Oh, Corby ist schon da. Jo! Nee, ich kapier nicht. Ich bin manchmal echt verwirrt, es geht mir manchmal echt zu schnell. Jawohl!
Jawohl. So muss das gemacht werden und nicht anders. So, ich brauche wahrscheinlich noch 2000 Kizuna-Kills, damit ich einen S-Rang bekomme. Wird, denke ich mal, kein Problem sein. Okay, jetzt ist S aufgetaucht. Jetzt versuche ich noch Akaino aufs Level zu kriegen, dass er mir hier als Freund hilft. Müsste eigentlich kein Problem sein. Ja. Das ist echt krank, ey. Was ist so schnell Kizuna wieder? Ah, es ist gut. Oh, nehmen wir den Scheiß hier noch ein. Wow, 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 wow. Nicht so schnell hier. Nicht so schnell. Du kriegst nicht mein Leben. Ah, lebt immer noch. Und er lebt immer noch. Muss ich halt wieder in die Kizuna Rush. Oh, was zum Heilen wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Jetzt muss ich das halt irgendwie anders machen. Braucht definitiv ein Leben. Eieiei. Mit so wenig Leben habe ich keine Chance gegen Ace, wenn der mal eine Attacke macht. Jawohl, Level aufstehen. Genau das hat mir gefehlt. Jetzt kann ich Ace besiegen. Ja. Jetzt sagt erstmal all euren Spruch. Hui. Ich zähle
Kaisam! Ah, das hat es nicht mal gejuckt. Ey. Das ist ein ganz schönes, langes Hin und Her. Viel tiefere Angriffen, als ich mich auf die schon geworfen habe. Das ist unglaublich. Au, au. Wo ist er denn jetzt wieder da? Sehen wieder nicht. Und er lebt und er lebt. Wäre das so schön, wenn er wirklich leben würde. Letzter Kisuna-Angriff, der muss ihm jetzt den Rest geben. Und ich hoffe es so sehr. Bababababam! Puh, holla die Waldfee. Hallo, Großer. Arschloch. Hurensohn! Oi! Oi, 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 oi! Oi! Ja! Oi! Der tickt da über aus. Gut, Sache wieder geschafft. Und wieder jede Menge EP für Brook. Jede Menge Level für Brook. Und eine neue Technik. Und nicht ganz Level 5 für Tabirayuki. Nee. Haben wir jetzt oft genug gehört. Und eine goldene Münze von Sanji. Ich glaube, das war wieder eine, die mir gefehlt hat. Das gefällt mir natürlich wunderbar. Für heute mache ich mit One Piece Schluss. Ich hoffe, ihr habt diese Folge wieder mal genossen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir haben ja noch eine Menge vor uns. Seht ihr hier auf der Minicard. Dann bis zum nächsten Mal.